Okay. Ja, dann hallo zu dem Vortrag hier zu Pretty Easy Privacy. Pretty Easy Privacy ist eine Fortführung von Pretty Good Privacy, PGP. Wer weiß denn, was PGP ist? Okay, alle, sehr gut, alles klar, damit habe ich gerechnet, sonst habe ich auch manchmal so eine Erklärung dazu, aber das brauchen wir dann nicht. Wer hat schon mal versucht, das anderen beizubringen? Wahrscheinlich auch alle. Bei wem war das denn erfolgreich? Okay, noch so ungefähr die Hälfte. Alles klar. Habt ihr, weil Herr Nani hat, glaube ich, letztes Jahr hier auch schon einen Vortrag zu PEP gemacht. Hat den jemand gesehen? Dass ich, okay, dann ist gut. Dann erzähle ich jetzt quasi was Neues. Das ist ja schön. Ich mache ein Intro, also allgemein die Problemstellung und dann aber direkt PEP-Technologie und die Architektur, wie es aufgebaut ist. Dann erkläre ich das Konzept und dann, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, mache ich noch ein ganzes Kapitel zu GNUNet, auf das wir auch aufbauen. Zu GNUNet, wer hat schon mal GNUNet gehört? Ja, gibt es gerade auch unten ein Usability-Testing zu GNU-DNS-System. Das ist Christian Grotthoff, da der Tisch mit dem großen Bildschirm. Da freut er sich, wenn ihr im Laufe des Abends vorbeikommt und sagt, ihr wollt mal Usability-Tester sein, das geht 5 Minuten oder so, kann man da halt rumklicken. Darf jetzt auch nicht sagen, um was es geht, weil sonst wisst ihr ja, was ihr tun müsst, sondern einfach mal rumklicken. Ich werde dann im Laufe des Abends auch noch mal ein bisschen rekrutieren dafür, aber das wäre ganz hilfreich, wenn da Leute ein bisschen mitmachen. Ja, also dann direkt hier die Einführung, Erklärung der Menschenrechte, Artikel 12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. So steht das in der Erklärung der Menschenrechte, aber wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es nicht mehr unbedingt so. Das fängt ja schon damit an, wenn man ein Android-Telefon oder sowas benutzt. Aber es kam ja auch noch schlimmer. Das ist ein Zitat. Ich mag nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich sage, alles, was ich tue, jeder, zu dem ich spreche und jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft gespeichert wird. Das hat Edward Snowden gesagt vor 5 Jahren. Und wie wir wissen, ist es eben so, dass alles gespeichert wird. Hier ist einer der Slides von den Hunderttausenden, die er da geleakt hat, wo wirklich hier rechts beschrieben ist, was denn so alles abgeschnorchelt wird. Und sie machen es halt auch. Das heißt, dem ist man auch eigentlich ziemlich schutzlos ausgeliefert. Und nicht nur das, sondern es gibt noch dieses nette Comic. Ne? Ist es nicht toll? Wir müssen überhaupt nichts für die Scheune bezahlen. Und es gibt sogar das Essen umsonst. Und das ist dann hier eben untertitelt mit Facebook and you. If you're not paying for it, you're the customer, you're the product being sold. Also wenn du nicht dafür bezahlst, bist du eben nicht der Kunde, sondern du bist das Produkt. Und das ist halt die Realität, in der wir jetzt leben. Das Kernproblem ist eben, dass Kommunikation online wie eine Postkarte funktioniert und in Kombination, dass unsere Welt Massenüberwachung hat, ist das halt ein Problem. Die Lösung, die wir hier vorschlagen, ist eben Massenverschlüsselung, wie ich das im Titel des Vortrags auch geschrieben habe, und dann auch noch draufgesetzt Massenanonymisierung. Das geht dann eben mit GNUNet, da warten wir jetzt noch ein bisschen auf die. Da versuchen wir jetzt eben Pretty Easy Privacy zu machen. Also wir machen oder PEP macht, was die Nutzer und Nutzerinnen eigentlich machen wollen würden oder hätten machen sollen. Also alle, die jetzt vorher so gesagt haben, sie haben es schon mal jemandem beigebracht, aber keiner hat so richtig gestreckt, sondern nur so lala. Ihr habt wahrscheinlich genau diese Erfahrung. Ihr erzählt den Leuten, was sie machen sollen und dann kriegen sie es aber halt nicht hin. Und wir kommen eben, also ich habe selber auch fast 100 Krypto-Partys gemacht, und habe auch CryptoParty.in ist aus meiner Feder und haben halt irgendwann mal gesagt, okay, anstatt jetzt immer mehr Anleitungen zu schreiben, schreiben wir die Erwartungen und die Dinge, die die Nutzer eigentlich machen sollen, in Software und Standards. Und das gesagt, getan, also das ist hier so ein RFC bzw. Internet Draft heißt das in der ersten Version. Den kann man auch anschauen und kommentieren, ne, wie das so ist, Request for Comments. Das ist das Abstract, habe ich hier mal irgendwie gehighlightet. Ich lese das Unterschriebene mal auf Deutsch vor.
aufbauend auf existierende Sicherheitsformate und Nachrichtentransporte sowie PGP-MIME für E-Mail beschreibt Dritte Idee Privacy Protokolle, die Operationen automatisieren, die bisher als Hürden für sicheren Ende-zu-Ende-Nachrichtenversand galten. Also das ist im Prinzip, was PEP macht. Aufbauend auf existierende Technologie einfach zu benutzende Software draufhauen, was eben bedeutet, die User schreiben Nachrichten. So, die müssen sich umsonst nichts kümmern. Wie das konkret aussieht, kann man hier so ein bisschen sehen. Ich habe hier, glaube ich, sogar so ein Ding hier, ne? Nee, doch nicht. Aber ist ja wurscht. Also hier 1, 2, 3, ne? Also beim ersten haben wir jetzt zwei PEP-User. Das kann auch, der eine kann auch ein normaler GPG-User sein. Das müssen jetzt nicht zwingend zwei PEP-User sein. Aber in dem Fall sind es jetzt mal zwei PEP-User, die installieren sich PEP. Und jetzt schickt Bob an Alice die erste E-Mail. Die ist jetzt grau, eine Postkarte, unverschlüsselt. Da hängt jetzt aber schon der Schlüssel dran. Also während des Installationsvorganges wird der Key schon generiert. Der User kriegt davon gar nichts mit, schickt einfach eine E-Mail, da hängt jetzt der Key dran. Jetzt schreibt Alice eine Nachricht zurück, die ist jetzt schon verschlüsselt. Ne, da hängt jetzt auch wieder der Key dran und ab jetzt sind sie schon in einem verschlüsselten Kanal. Das heißt, User installieren sich die Software, schreiben sich E-Mails, dann sind verschlüsselt. Jetzt ist aber Verschlüsselung nicht alles. Wie ihr bestimmt wisst, muss man immer noch Fingerprints verifizieren, um sicherzustellen, dass es halt keine Person in the Middle gibt. Muss man aber nicht, also sollte man, muss man aber nicht. Wir kennen das wahrscheinlich alle von OTR irgendwie, da sagen wir dann auch immer, ja, ja, passt schon. Da ruft man sich ja wirklich nur selten an und liest sich die Fingerprints vor. Aber jetzt eben, um das zu vervollständigen, idealerweise ruft man sich dann an, liest sich seine Fingerprints vor, die wir in sogenannte Trustwords übersetzen, dass man eben am Telefon das ein bisschen besser vorlesen kann. Habe ich auch nachher noch mal ein Slide dazu im Detail. Dann gibt es halt den Handshake und ab jetzt ist man in diesem grünen Modus, das heißt, man ist verschlüsselt und verifiziert. Das Ganze hier nochmal in dem Diagramm. Ne, erste E-Mail geht raus, unverschlüsselt, Key wird attached. Zweite E-Mail geht zurück, die ist jetzt schon verschlüsselt, Key ist auch attached. Und ab jetzt ist man in diesem gelben Modus, wenn man will, kann man da bleiben. Aber idealerweise macht man jetzt noch eine Trusted-Verifikation, eben über Telefon, wenn man sich trifft oder sonst irgendwas und ist dann eben in diesem Trusted, hier Secure and Trusted, verifizierten Modus. Also nochmal hier zusammengefasst, was PEP ist, eine Cross-Plattform-Abstraktion, um easily, also einfach existierende Krypto-Tools zu nutzen. Das heißt, es ist kompatibel mit allem, was da ist oder soll kompatibel sein. Im Moment ist es halt kompatibel mit den Sachen, die für E-Mail da sind. PEP will jegliche digitale Textkommunikation verschlüsseln mit dem Startpunkt E-Mail, also eben Massenverschlüsselung machen. PEP verschlüsselt automatisch, egal mit welchem Verschlüsselungsstandard verfügbar, also Privacy by Default, also dass es wirklich automatisch geht und will alle Endnutzer-Software hassle-free und Zero-Touch haben, eben easy. Und was PEP nicht ist, auch ganz wichtig, not yet another Crypto-Tool mit geschlossener Nutzergruppe. Es ist kein Provider einer Plattform oder irgendetwas. PEP implementiert keine neue Krypto. Ersetzt auch kein existierendes Krypto-Tool per se. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass es alle möglichen Krypto-Tools noch gibt. Wir wollen eben die Leute erreichen, die bisher damit nichts anfangen können. Also ihr sollt schön weiter eure Emacs mit GPG-E-Mail-Clients verwenden und seid aber mit denen PEP-kompatibel, wenn ihr schlicht den Key anhängt, so in einem normalen Key-Format. Und PEP ist auch nicht nur ein E-Mail-Encryption-Tool, ist es zwar im Moment nur der Anfang. Komme ich später nochmal drauf zu, wenn es ums Konzept geht. Dann, wer ist PEP? Ist ja auch immer ganz wichtig bei solchen Projekten. Wer steht da dahinter? Wir sehen uns als Cypherpunks und möchten Massenverschlüsselung ausrollen, um die Kosten der Massenüberwachung zu optimieren. Und wir wollen die Nutzung von Krypto pretty easy machen. Entwickler können PEP in Anwendungen einstöpseln. Das ist auch ganz wichtig, also es sollte auch für Entwickler pretty easy sein und Benutzer können das eben einfach so benutzen. Da kommt noch ein bisschen mehr zu Cypherpunks und auch später nochmal, was wir so für Organisationsformen haben. Dann noch ein paar Worte zu mir. Ich bin eigentlich gelernter Schreiner, ich habe Ethnologie, Informatik und Philosophie studiert. Zwar ist ein Name, den ich mir Ende der 90er Jahre gegeben habe, der als Unique Addressing in Internet und Web sehr, sehr gut funktioniert, dabei aber nicht googelbar ist.
Achso, wenn man mein Real Name wissen will, kann man hier googeln nach den Vorstandsmitgliedern des Chaos Computer Clubs oder des Hackers Without Borders e.V. Und hier oben sind so Projekte, mit denen ich viel zu tun habe oder für die ich gerne Werbung mache. Hilax ist ein Hackercamp im Himalaya, kommen wir gerade von zurück. Ist noch eine zweite Person hier auf dem Event, wo da auch gerade war. Hack Beach ist dessen Schwester, das dann nicht am Himalaya, sondern am Meer stattfindet, auch in Indien. Events ccc.de stehe ich auch viel dahinter und eben CryptoParty.in, wie schon erwähnt. Und jetzt nochmal bitte, wer Cypherpunks, es gibt dieses Cypherpunk-Manifesto, daraus sind die Zitate, sind aktiv damit beschäftigt, die Netzwerke sicherer zu machen, setzen sich für die weite Verbreitung von starker Kryptographie ein, sehen das als einen Weg zu sozialem und politischem Wandeln und arbeiten darauf hin, Privatheit und Sicherheit durch proaktive Nutzung von Kryptographie zu erlangen. Also das ist durchaus das, dass wir da unterschrieben haben. Dann, das finde ich auch immer sehr schön, das ist auch aus dem Cyberpunk-Manifesto, dieser Unterschied zwischen Privacy und Secrecy. Weil ne, oft heißt das ja, ich habe ja nichts zu verbergen und so, was soll denn das, ne, Privatheit hin oder her. Aber da ist es mal ganz schön geschrieben worden, vor 30 Jahren, dass eben Privatheit ist notwendig für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter. Privatheit ist nicht Geheimheit, also Privacy, Secrecy. Privat ist etwas, das nicht die ganze Welt wissen sollte. Geheim ist etwas, was gar niemand wissen sollte. Privat heißt, ist die Macht, sich der Welt selektiv zu öffnen. Das finde ich ganz schön, weil ne, hier ist natürlich jetzt Preaching to, also ihr seid ja schon, irgendwie wisst ja, um was es geht, aber es geht ja auch darum, dass ihr eure Freunde da so ein bisschen aufklärt. Und da finde ich das ganz schön, diesen Unterschied zu ziehen. Ne? Es gibt viele Dinge, wo du nicht willst, dass die ganze Welt das weiß. Aber es gibt nur wenige Dinge, wo du nicht willst, dass es überhaupt jemand will. Und eben die Macht, sich selektiv zu öffnen, ist ne, gerade bei mir, manchmal mache ich mir auch den Spaß und stelle mich irgendwo als Schreiner vor. So, das ist einfach, ich entscheide selber, wie ich mich in welchen Momenten preisgebe. Und dann hier natürlich noch, wir können nicht erwarten, dass uns Regierungen, Unternehmen und andere große, gesichtslose Organisationen Privatheit gewähren. Wir müssen unsere Privatheit selbst verteidigen, falls wir irgendeine erwarten. Wir wissen, dass irgendwer Software schreiben muss, um die Privatheit zu verteidigen und wir werden sie schreiben. Ja, das ist, was wir tun. Und dann noch ganz kurz hier zu dem Wort Cypher und Cyber. Ne? Cyber ist hier Kybernetik, Wissenschaft der Steuerung und Regelung. Und Cypher ist eine Variante der Schreibweise von Cypher, Ziffer. Also Chiffre, Chiffrieren, Dechiffrieren, Verschlüsseln. Das heißt, Cypherpunks sind eben keine Cyberpunks. So, jetzt aber mal hier ein bisschen Butter bei die Fische. Ich erkläre kurz die Architektur. Und die Architektur besteht eben aus Engine, Adapter und Anwendungen. Dann gebe ich eine Liste von Repos und Entwicklungsplattformen und dann eben noch ein paar Punkte zu den Organisationsformen von PEP. Hier also die Architektur. Es besteht grundsätzlich eben immer aus einem Plugin oder einer App, die wirklich ne, die benutzt wird, dem Adapter und eben dieser Engine. Das ist jetzt am Beispiel Outlook. Da hat man so ein Outlook-Plugin oder eben Enigmail als Plugin für Thunderbird. Outlook braucht diesen Conserver-Adapter, Enigmail hat einen JSON-Adapter und das bindet dann eben den PEP-Engine ein. Hier sind noch ein paar mehr Beispiele, also iOS braucht halt so einen Objective-C-Adapter. Das sind immer so Bindings. Und die Engine ist immer die gleiche, die Adapter sind dann unterschiedlich und die Anwendungen sind dann natürlich noch mehr unterschiedlich, je nachdem, was man so haben will. Es wird aber, glaube ich, auch gleich klarer, wenn ich die Details dann ein bisschen erkläre. Also diese Engine fährt verschiedene Kryptostandards auf unterschiedlichen digitalen Kanälen und Transportprotokollen, ist in C99 beschrieben, hat inzwischen ein bisschen mehr Lines of Code, also über 10.000 inzwischen und regelmäßige Code Audits, is not meant to be used in application code directly, also die soll man nicht benutzen, sondern eben nur diese Adapters, die eben Bindings liefern. Diese Engine kümmert sich um die Messaging Functions, Crypto Tech Services, also ist wie so eine Crypto API, macht eben Fully Automated Key Management Services, das Trust Rating und weiß über die Transportprotokolle, was in diesem Falle jetzt erstmal nur E-Mail-Protokolle sind, komme ich auch nochmal später drauf, soll aber dann auch XMPP und SMS und was der Teufel was noch alles können, sodass eben alle Textkommunikation, die wir machen, da draußen verschlüsselt ist. Und kriegt eben in der Zukunft noch diesen Metadatenschutz via GNUnet.
Also die Engine tut also verschlüsseln, entschlüsseln, dieses MIME-Encoding, Decoding machen, macht Message-Processing für den Adapter, kümmert sich um das Key-Management, also generiert, verifiziert, blacklistet Keys und macht Key-Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten mit dem gleichen Account. Das ist auch ganz spannend, habe ich aber auch später nochmal ein Slide dazu. Und für den Entwickler ist die Engine eben auch Plug-and-Play, ohne sich mit der Krypto auseinanderzusetzen. Das heißt, was wir auch wollen, ist, dass irgendwie jemand, der eine SMS-App für Android schreibt und sagt, oh, jetzt ist das doch so modern mit dieser Verschlüsselung, dann ein bisschen rumgoogelt und merkt, oh Gott, das ist mir ja viel zu kompliziert, der soll idealerweise PEP finden und sagen, ach geil, das tue ich hier einstöpseln, ich muss mich nur um das Interface zwischen meiner Anwendung und dem Adapter kümmern. Und der Adapter kümmert sich dann um die Schnittstelle zu der ganzen Krypto und dem ganzen Zeug, wo ich dann nicht weiß, um was es geht. Die Engine kriegt natürlich regelmäßige Code-Audits, also regelmäßig im Sinne von, wir haben jetzt einen gemacht, aber einen Prozess dafür, dass eben ein neues Release immer erstmal gecode-audited wird. Die findet man auf der Webseite PEP Foundation. Ja, dann der Adapter. Das ist eben ein sprachen- oder umgebungsspezifisches Interface zwischen der Engine API und einer Anwendungsentwicklungsumgebung, also einer Sprache oder einer IDE oder irgendwas. Und das sind eben Bindings. Das ist so eine Liste von Adaptern, die es schon gibt. Es gibt auch noch ein paar mehr, aber das sind so die, die aktiv sind. Also seht ihr schon, ist eigentlich alles dabei, was man so braucht, um hier in dieser Welt, in dieser Computerwelt zu interagieren. Wir sind besonders traurig, dass der Python-Adapter immer noch nicht in Use ist, weil eigentlich ist es ja das, wo relativ viel drin geschrieben wird. Also wenn jemand irgendwas hat, wo er gerne verschlüsseln würde, dann freuen wir uns total. Ja, wie funktioniert das? Die Anwendung ruft eben den Adapter an für die Funktion, die sie braucht. Also zum Beispiel eben Encrypt oder Decrypt oder Get the Trustwords oder sonst irgendwas. Der Adapter konvertiert das dann in eine für die Engine normalisierte, standardisierte Form für Nachrichten und macht den C-Library-Call. Dann passiert eben Engine-Magic und der Adapter gibt das Resultat zurück an die Anwendung. Also ist ein relativ einfacher Prozess. Und das sind die derzeitige Implementierung. Also im Moment ist es eben PGP, GPG und S-MIME, ohne den Nutzer zu stören. Das heißt, es ist automatische Verschlüsselung. Der Betreff wird inline verschlüsselt. Das kann jetzt auch das neue Thunderbird. Es ist kein Key-Management mehr nötig. Es gibt keine Key-Server oder andere zentrale Infrastruktur, weil der Key immer automatisch angehängt wird. Das heißt, man braucht das nicht mehr. Fingerprints werden eben in besagte Trustwords übersetzt und es gibt auch keine Passphrase für den Schlüssel. Da weiß ich schon, dass die Nerds dann immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das müssen wir halt machen für die Leute da draußen. Und man kann das natürlich dann auch Opt-in noch ändern und sagen, ich möchte aber eine Passphrase für meinen Schlüssel. Aber für die Leute da draußen wollen wir, dass E-Mail-Verschlüsselung so funktioniert wie HTTPS. Also so, die merken das gar nicht. So, sie rufen eine Webseite auf und ob die jetzt grün oder rot ist, so, das merken die gar nicht. Sondern die ist dann halt verschlüsselt. Haben wir ja seit Snowden, dass ziemlich viel HTTPS ausgerollt wurde und ich weiß nicht, wie viele Non-Nerd-Freunde ihr habt, aber da merkt man, dass die checken, also die wissen das gar nicht. Und so wollen wir das im Prinzip auch. Die sollen einfach weiter E-Mails schreiben und Nachrichten und irgendwie Messenger-Kram und so und dann soll das einfach verschlüsselt sein, ohne dass sie das überhaupt merken. Dann arbeiten wir noch die zwei Sachen, die kursiv sind, die sind noch nicht aktiv. Das ist das sogenannte PEP Message 2.0 Format, wo dann auch der Header komplett verschlüsselt und verschleiert wird. Also die E-Mail wird quasi nochmal einmal eingepackt und kriegt dann noch einen Fake-Header drauf. Und der echte Header ist dann in dem verschlüsselten Body und eben dieses Sync-Protokoll, wo jetzt dann auch später nochmal was dazu kommt. Und die Anwendungen, die es jetzt schon gibt, sind eben Outlook. Mit so einem Add-in. Es gibt einen Android K9 Fork, den kann man sich auf F-Droid oder im Google Store runterladen. Das Outlook kann man sich irgendwo kaufen, aber ich denke, das betrifft euch sowieso nicht. Dann natürlich Thunderbird mit Enigmail und es gibt PEP for iOS als super Early Alpha. Ich glaube, man kriegt da Testzugang, wenn man wirklich interessiert ist, aber ich glaube, das ist noch nicht irgendwie online. Und eben more to come, we've just started, soll irgendwie alles Mögliche noch gemacht werden. Also auch hier so Facebook, Twitter, whatsoever, weil eben ne, Massenverschlüsselung. Hier ist eine Liste von Repos.
Die ist jetzt ziemlich erschlagend. Am einfachsten ist es hier oben diese URL, beziehungsweise ich habe das hier auch nochmal ein bisschen sortiert. Also pep.foundation/pep-software hat das Ganze nochmal in schön und wir haben inzwischen auch pep.software als URL. Da ist auch, kann man sich als runterladen und weiter unten sind dann die ganzen Source Codes verlinkt und so. Es ist alles Live-Coding im Internet. Und ja, Entwicklungsplattform ist auch irgendwie alles, was man sich so vorstellen kann. Ähnlich mit den Organisationsformen. Also es gibt eine Firma, die halt Anwendungssoftware und Services verkauft. Also die verkauft halt dieses Outlook-Plugin und die zugehörigen Services. Und dann eben die Stiftung, die ist in der Schweiz und macht halt klassisch Support von freier Software. Aber ganz wichtig hier an der Stelle eben, der Code gehört der Stiftung. Das heißt, das ganze Konzept ist so, dass der Code eben in der Stiftung liegt und eine oder auch mehrere Firmen daraus irgendwie Business machen können und dann auch, was weiß ich, Venture Capital kriegen können und alles Mögliche. Und wenn dann irgendeine der Firmen kaputt geht, siehe Uncloud, kann man halt sagen, ja, Pech gehabt, machen wir trotzdem weiter. Also, dass das eben dann nicht alles kaputt ist, aber eben trotzdem auf der anderen Seite jetzt nicht so ein Open-Source-Projekt ist, wo halt nur Leute irgendwie am Wochenende und nachts in ihren Kellern coden, sondern wirklich auch bezahlte Leute daran arbeiten können. Und dann haben wir jetzt noch eine Genossenschaft gegründet. Da geht es darum, die Leute zusammenzubringen, Kooperationen zu machen und vor allen Dingen auch so dieses, ne, dieses Buster-Gefühl von den, ich sag mal, von der Mitte der Gesellschaft da so ein bisschen abzufangen, jetzt so 5 Jahre nach Snowden, da muss man doch mal was machen. Dann auch immer wichtig, die Finanzierung von dem ganzen Ding, finde ich, habe ich bei meinen Krypto-Partys auch immer gesagt, schaut euch an, ne, wo kommt das Geld her und so. Da wird man nämlich immer wieder Überraschungen finden. Also diese Firma hat eben so Investoren und kriegt auch Förderungen von Government of Luxemburg, also die Firma ist in Luxemburg. Und ist halt eine ganz klassische Firma, die im Moment halt wie so ein Startup halt aus seinem Investorengeld lebt und versucht dann irgendwie Geld zu machen. Dann die Stiftung ist halt, ne, da gibt es Stifter. Da gibt es eine Stiftungsurkunde, da steht das dann auch alles drin und dann auch Zustiftungen. Und die Coop hat eben Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge bezahlen. Ja, ist auch alles irgendwie so im Internet. Dann hier noch ein paar mehr Webseiten, wie besagte pep.software. Dann gibt es noch Pep Community, wo im Moment nur ein Forum ist, aber noch Mailinglisten und Chats und sowas kommen soll. Das ist eben relativ schwierig jetzt mit diesem Universum von Firma und Stiftung und so, jeder braucht ja seine eigene Entität, das irgendwie zusammenzubringen, weswegen wir uns jetzt da das überlegt haben, dass wir halt immer pep.top-level-domain haben und dann pep.news, das ist noch nicht live, das kommt dann auch irgendwann für News halt so ein Blog. Jo, dann das Konzept, das sind hier 7 Kapitel, gehe ich glaube ich einfach direkt rein, also das ist eben nochmal so ein Wrap-up, was dieses ganze Ding eigentlich soll. Eben wie wir vorher schon mal hatten, Pep macht, was der Nutzer eigentlich machen wollen würde. Anstatt immer mehr Anleitungen zu schreiben, schreiben wir das jetzt in Software, um alle Schritte zu automatisieren, die ein Nutzer normalerweise ausführen sollte. Die Krypto-Needs sollen aus der Perspektive der Nutzer verschwinden. Genau, hier nochmal Vergleich HTTPS. Genau so stellen wir uns das vor. Dann eben pretty easy. Also soll einfach sein, zu installieren, einfach zu verstehen, einfach zu benutzen, kein Training nötig, kein Rumgenerve, kein Hassle und eben auch easy für App-Developer. Dann besagte Trustwords jetzt endlich mal, hier haben wir eben Battery Horse Staple, wird eben genommen anstatt EC5539C8FECF, das heißt, da gibt es einen ein Wörterbuch, das einfach diese hexadezimalen Fingerprints übersetzt in Wörter. Die sind in der Realität natürlich ein bisschen kompliziertere Wörter, um wirklich die Entropie zu kriegen, die man hat. Aber es ist trotzdem deutlich angenehmer, als diese Zahlennummern vorzulesen. Ich denke, ihr habt das ja alles schon mal gemacht am Telefon, das ist immer ein bisschen lästig. Und das ist übrigens auch der einzige Schritt, wo wirklich der Mensch nochmal gefragt ist. Also alles andere kann in Software gemacht werden, aber eben Vertrauen kannst du halt dann doch nur herstellen über menschlichen Kontakt.
Dann hier eben auch zum Easy-Teil gehört dieses Sync-Protokoll, das ich auch schon zweimal erwähnt habe, wo es darum geht, eben Schlüssel über mehrere Geräte hinweg zu verwenden. Das wird hier über Gerätegruppen realisiert. Da gibt es hier so verschiedene Schritte, aber das ist einfacher, wenn ich das so zeige. Also wieder, ne, du hast ein PEP-Gerät und ein zweites PEP-Gerät. Das meldet sich jetzt bei der Gruppe an, also bei dem einen oder bei mehreren, je nachdem wie viele es sind. Der User sagt dann, okay, passt, ne, hier nochmal Fingerprints abgleichen und so, Trustwords. Du darfst hier mitspielen, dann gibt es ein Handshake, die Geräte einigen sich nochmal auf einen geheimen Gruppenschlüssel, den Hauptschlüssel, und tauschen dann ihre einzelnen geheimen Schlüssel aus. Und das Ganze wird über IMAP gesynkt. Also da waren wir auch ein bisschen erstaunt, als wir auf die Idee gekommen sind, dass da noch keiner vorher auf die Idee gekommen ist, weil das Problem ist ja wirklich total lästig. Also heute hat man ja immer noch das, dass du verschlüsselte E-Mails eigentlich nur auf einem Gerät lesen kannst, außer du bist irgendwie ein Apple-User und synkst alles über die Cloud. Und das ist eigentlich über IMAP wirklich ganz schön zu lösen, und man kann eben nicht nur Schlüssel, sondern auch Kontakt zum Kalender darüber synken und hat dann eben, synkt dann eben nicht mehr über die Cloud, was ja auch nur andere Leute Computer sind, sondern man synkt eben über seine eigenen Computer. Das ist doch ganz schön. Ja, dann hier Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Peer-to-Peer-Transport, keine zentrale Infrastruktur oder geschlossene Services. Wir versuchen halt schon, wenn wir es jetzt mal machen, dann auch alles richtig zu machen, also keine halben Sachen und auch keine eben geschlossenen Wallet Gardens, wo du dann wieder alle deine Freunde überreden musst, jetzt ein bestimmtes Ding zu benutzen, sondern es funktioniert halt mit allem, was dann so da ist. PEP ist natürlich freie Software. Und eben veröffentlicht regelmäßige Code-Audits, wie das auch im Cypherpunk-Manifesto geschrieben steht. Ist kompatibel, also möchte möglichst viele Plattformen unterstützen, möglichst viele Sprachen, möglichst viele Verschlüsselungstechnologien und möglichst viele Nachrichtenübermittlungsprotokolle. Das ist jetzt hier die Krypto, das was fett gedruckt ist, kann PEP schon. Also eben der ganze E-Mail-Kram und das, was drunter steht, ist so auf der Liste, was es dann können soll in absehbarer Zeit. Das gleiche mit den Transportprotokollen, die ganzen E-Mail-Protokolle sind schon implementiert und die Engine soll eben auch den Rest noch lernen. Dann eben noch den Metadatenschutz, Verschlüsselung ist nicht alles. Wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass Metadaten trotzdem sichtbar bleiben, auch wenn man E-Mails verschlüsselt. Also sowas wie Umfang, wie groß ist die E-Mail, der Betreff, den wir schon inline verschlüsseln, und die ganzen Informationen im Header und so. Aber das ist ja noch viel mehr so. Das Internet, wo das dann auch durchgeroutet wird, ist ja insgesamt ein Problem, also nicht nur für E-Mails. Das Netzwerk weiß einfach viel zu viel. Das IP-Protokoll leakt Informationen wie crazy. Das, ne, der IP-Header, wo kommt das her, wo geht das hin, welchen Port und so weiter. Es gibt unsichere Defaults und viel zu hohe Komplexität für das Management. Es gibt lauter zentralisierte Komponenten, also sowas wie Diana, die sich um den IP-Address-Space kümmert, oder auch ICANN und DNS-Root-Zones müssen zentral gemanagt werden. Das ist natürlich irgendwie alles doof. Und dann haben wir natürlich noch die Administratoren. Die können einerseits, könnten sie bösartig oder inkompetent sein, aber auch wenn man ihnen das jetzt nicht unterstellt, sondern sagt, das sind doch eigentlich ganz nette Typen, dann sind sie halt ein Angriffsteam. Also dann kann man sie halt bestechen. Administratoren sind jetzt auch nicht diese hochbezahltesten Typen. Das geht dann auch. Und generell kann man halt sagen, dass diese ganzen Designfaktoren halt schon viel missbraucht werden. Und deswegen wollen wir halt eben auch diesen Metadatenschutz implementieren. Und da hoffen wir auf dieses GNU-Net. Worum geht es bei diesem GNU-Net? Ich mache das hier mit so einem Internet 1.0 aus den 70er, 80er Jahren, wo die ersten Netzwerke entstanden sind, wo man halt da stand und sagte, boah, cool, ich kann auf deinen Computer und du auf meinen, das ist ja total abgefahren. Jetzt sind wir irgendwie in den 10er oder 20er Jahren des 21. Jahrhunderts und sagen, ja, pff, natürlich kann ich auf andere Computer, das ist doch völlig selbstverständlich. Aber was? Die können auch auf meinen? So, das ist ja den meisten Leuten nicht benutzt, nicht bewusst, dass wenn ich mit dem Internet verbunden bin, dann ist das Internet auch mit mir verbunden.
Das ist halt der Status, in dem wir im Moment sind und was eben das Problem von ganz, ganz vielen Dingen sind. Und das Internet 2.0, wie ich das jetzt hier genannt habe, was wir so vielleicht in 5 oder 10 Jahren mal kriegen, ist eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Anonymisierung der Datenwege eben via Self-Organizing Peer-to-Peer-Systems. Erkläre ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und wie gesagt, um das ein bisschen voranzutreiben, könnt ihr da gerne unten an dieser Usability-Study teilnehmen. Da kommt gleich nochmal ein ganzes Kapitel jetzt zu. Nun, jetzt schauen wir dann nochmal auf die Uhr. Aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, das hat so ein Journalist mal geschrieben. Es ist also ein kleiner Hacker da drin, der entscheidet, welche Verschlüsselung dem Empfänger der Nachricht am besten passt. Also das ist so, wie wenn du zu Hause sitzt und mit jemandem über IRC sprichst und einen Query aufmachst und dann sagst, oh, du kannst gar kein UTR in deinem IRC, das ist aber blöd, lass uns mal auf Jabber wechseln. Dann redest du auf Jabber und dann sagst du, oh, ich muss gerade mal aus dem Haus, hast du auch Omemo? Oh, du hast keine Omemo, hast du Signal oder Telegram? Das sind ja so Konversationen, die wir ständig haben, weil wir ja wissen, um was es geht und wissen, was wir jetzt für Alternativen haben. Das kann ich aber nicht irgendwie von meiner Schwester erwarten. Ich bin froh, die ist Pfadfinder, die geht mit den Kids in den Wald und die soll auch am Wochenende mit den Kids in den Wald gehen und nicht irgendwie da sitzen und diese ganzen Sachen lernen. Das heißt, diese PEP-Engine ist eben dieser kleine Hacker, der da drinnen sitzt und eben entscheidet, was man jetzt als nächstes tun kann, damit der Nutzer eben nicht über Verschlüsselung nachdenken muss, sondern sie einfach benutzen kann. So, jetzt sind wir zeitmäßig schon fast am Ende vom eigentlichen Slot. Wenn ich das richtig sehe, oder? Wie war das? Um 9:30 geht es dann weiter, ne? Ich glaube, ja. Ich hatte jetzt noch so ein Gnunet-Kapitel, das geht so wahrscheinlich knapp 10 Minuten. Vielleicht können wir auch erstmal kurz eine Fragerunde noch machen oder so, dass wir das schon mal, ja? Zwei Fragen. Das eine ist, Syncing über IMAP. Hast du vorhin gesagt, so, ja, kann man dann über die eigenen Server machen. Faktisch hat also normal User bei GMX seine E-Mail-Adresse liegen. Synkt es dann über den GMX-Account oder halt sonst wie? Also Sync-Nachrichten sind auch verschlüsselt dann. Also transportverschlüsselt. Ja. Was auf dem Server liegt, irgendwo muss der am Ende finden. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Es gibt diese Option, irgendwie zu sagen, ich habe einen Trusted-Server oder ich habe einen Non-Trusted-Server. Okay. Und wie das jetzt genau funktioniert, wenn der Server Non-Trusted ist mit dem Sync, das weiß ich nicht. Okay. Wir haben aber noch mindestens 2 PEP-Developer hier auf dem Gelände, nein, sogar 3. Die können wir nachher mal fragen. Eine zweite Frage ist ganz klassisches Problem, was in den letzten Monaten oder seit der PSGVO massiv hochkocht im normalen Geschäftsumfeld, sage ich jetzt mal. Also typisches Exchange, Outlook-Clients und so weiter ist unternehmensweite Verschlüsselung. Mhm. Das heißt, irgendwo Schalter umlegen und der Server kümmert sich darum, dass die E-Mails zumindest, wenn sie rausgehen, verschlüsselt werden. Ist momentan ein Riesenproblem, können wir uns gerne über die Details nochmal unterhalten, aber gibt es da sowas als Unternehmens-CA serverseitig? Es gibt, also spielst du jetzt auf so Sachen wie dein Key Escrow, meinst du sowas? Das Problem ist ja, dass man in Deutschland zum Beispiel verpflichtet ist, im geschäftlichen Umfeld E-Mails 10 Jahre zu speichern. Mhm. Das wird ein Problem, wenn die User anfangen, auf User-Level zu verschlüsseln. Ja. Weil dann müssten die ihre Keys abgeben. Ja. Dann ist also das ist auf dem Schirm, da gibt es einen Plan für Key Escrow. Und im Moment, soweit ich weiß, ist es bei den Outlook-Geschichten, die jetzt schon produktiv im Unternehmensumfeld sind, dass die einfach jede E-Mail nochmal BCC an einen anderen, Account machen, wo es dann Schlüssel gibt, wo dann der Betriebsrat zusammen mit dem Dings, mit dem Vorgesetzten und so irgendwie nach 3-Augen-Prinzip das dann entschlüsseln können. Also es gibt ja auch immer den Busfaktor, jemand wird krank oder jemand verlässt das Unternehmen im nicht guten und genau und möchte seinen Schlüssel nicht rausgeben und so. Deswegen brauchen Unternehmen ja immer dieses Key-Escrow-Verfahren. Ich muss sagen, ich finde diese BCC-Lösung eigentlich fast schöner als alle anderen Key-Escrow-Geschichten sogar. Aber ich weiß nicht so ganz, was da der Plan ist, aber das haben wir auf dem Schirm auf jeden Fall. Dass das jetzt mit der DSGVO auch nochmal interessant ist, das war mir noch gar nicht bewusst. Da kommen die ganzen Unternehmen halt gerade an und schreien Hilfe, Hilfe. Wir müssen jetzt, wenn jemand sagt, wir müssen verschlüsseln, wir wissen gar nicht, wie das geht. Ja. Ja. Ja, geil. Das ist ja, müssen wir uns mal angucken.
Okay, sonst noch Fragen? Ja? Ich habe eine Frage zum S-Wein und so. Das geht mit selbstgenerierten Keys. Kann man auch zentrale PKIs und externe reinbinden? Ja, bei S-Mime, also S-Mime ist so, dass wir es eigentlich nur passiv unterstützen. Weil wir grundsätzlich nicht eben nicht diese zentralisierten Keys weiter. S-Mime kann man ja auch nicht passiv, auch wenn nicht zwingend. Genau. Genau. Also wir können S-Mime replyen, aber wir wollen es nicht aktiv verwenden. Oder. Kann man gar nicht in dem Person. Ich kann es mit meinen bestehenden S-Mime-Keys gar nicht mitnehmen. Nee. Ja. Also es ist nur kompatibel mit S-Mime, as in man kann dann eben drauf replyen, aber du kannst es nicht dafür benutzen direkt. Ja. Wir haben den Code angeschaut, den ihr da online hattet. Damals war das eben das Outlook-Plugin, da nur das Outlook-Plugin, mhm. Das ist heute auch noch so, ne? Das Einzige, was existiert von eurer Seite. Alles andere ist Anymade, machen selber was. Ach so, ja, nee, das ist alles auf verschiedenen Plattformen, aber ja, es wurde gemacht. Und das hat damals irgendwie noch das. Darauf, dass jetzt ein lokal installiertes GnuPG nur vorhanden ist. Mhm. Ist das immer noch so? Das checkt einmal, ob es da ist. Wenn es da ist, wird das übernommen. Also dann wird kein Key generiert, sondern der Key übernommen, der da ist. Das ist die Implementation selber. Habt ihr da eine Krypto-PGP-Implementation? Nee. Es wird das GPG genommen. Das lokal installierte PGP vorausgesetzt. Ja. Kommt mit, wenn es nicht da ist, kommt mit. Dann wird es mit installiert, genau. Und wir arbeiten auch an einer GPG-2-Version. Also es sind inzwischen 3 GPG-Entwickler eingestellt, die vorher für Werner Koch auch mit dem Team gearbeitet haben, die gemeinsam mit ein paar anderen Projekten, die da an der gleichen Nadel hängen, halt so eine neue GPG-Version entwickeln. Sequoia heißt das. Stimmt, sollte ich eigentlich auch mal noch irgendwo draufschreiben. Also Sequoia. Sequoia.org oder so. S-Mime wäre wahrscheinlich ein bisschen Umfeld. Das gibt ja Kriterien natürlich, weil keine Firma macht PGP. Ja. Nee, aber das ist halt, also dann hast du wieder zentralisierte Komponenten und so. Und da wir ja wirklich jetzt gesagt haben, wir wollen das einmal alles richtig machen, ist halt mit zentralisierter Komponente. Ja. Ja, da sind halt die Religionen unterschiedlich. PGP ist auch nichts anderes. Ja. Dann mache ich mal weiter. Okay, also GNUNET ist hier, you broke the internet, let's make a GNU one. Das ist so die Tagline. Das ist von deren Webseite eben, GNUNET is a mesh routing layer for end-to-end encrypted networking and a framework for distributed applications designed to replace the old insecure internet protocol stack. Also es geht wirklich darum, das Internet nochmal komplett neu zu schreiben. Das erste White Paper gab es da in 2002, also vor 15 Jahren. Und ist seitdem aktiv verfolgt worden im akademischen Umfeld. Eben besagter Christian, der unten sitzt, hat da in München einen Lehrstuhl gehabt und war jetzt in Frankreich an so einer Forschungseinrichtung und sitzt jetzt hier in Bern bzw. in Biel sogar mit seinem Department und macht da halt immer noch so ein bisschen dran weiter inzwischen, aber allerdings nicht mehr so hauptberuflich, wie das zu anderen Zeiten mal war. Da gab es mal so EU-Funding, das ist aber inzwischen ausgelaufen. Trotzdem wird das weiterhin aktiv verfolgt. Da gibt es jetzt im Juni auch einen Hackathon in der Dezentrale hier in der Schweiz. Es sind, glaube ich, auch noch Plätze frei. Das ist, glaube ich, direkt nächste Woche geht das los. Aber gut, jetzt hier mal Konkretes. Um GNUNET zu erklären, mache ich jetzt hier eine sehr stark vereinfachte Version des Internets. Ne? Und die stelle ich eben einer sehr stark vereinfachten Version des GNUNETs gegenüber. Da fangen wir mal unten an mit dem Physical Layer. Es hat natürlich nicht wirklich Sinn, für ein neues Internet jetzt neue Strippen zu ziehen. Dann kommen wir zu nichts anderem. Was allerdings nicht heißt, dass wir nicht irgendwie sowas wie Freifunk und so weiter verfolgen sollten. Aber anstatt jetzt eben als Physical Layer neue Kabel zu legen, nehmen wir das, was wir bereits haben, nämlich vorhandene Protokolle. Das heißt, um sich im vorhandenen Netzwerk zu verstecken, kommunizierst du einfach über existierende Transportprotokolle, also wie TCP, UDP, SMTP, HTTP und so weiter. Auf diesem Layer hat GNUNET unreliable, also unzuverlässige Out-of-Order-Packet-Delivery-Semantics, um eben deine Präsenz im Netzwerk zu verschleiern und zu verstecken. Damit das klappt, gibt es dieses ATS, das ist Automated Transport Selection, das entscheidet, welche Verbindung aufgebaut wird und welcher Transport gerade der beste ist. Also wenn du eine Sprachkommunikation haben willst, dann willst du ein schnelles Protokoll. Und wenn du irgendwas downloadest oder so, dann kann das auch irgendwas Langsames sein. Als nächstes kommt dann eine Schicht, die heißt Core. Da wird schlicht eine Off-the-Record-Encryption zwischen Peers aufgebaut und ist somit also so ein Ethernet-Layer.
Und verschlüsselt schlicht das. Heute haben wir nichts. Du kannst ja Adressen faken und spoofen, wie du lustig bist. Und in jegliche Kommunikation reinhören und so weiter. Das geht dann alles nicht mehr. Dieser sogenannte Core bündelt eingehende Nachrichten je nach Typ zum Higher Level Subsystem und versteckt die Core-Verbindungen vor Peers, die eben nicht diese Protokolle sprechen. Dann haben wir hier ein dezentrales Routing-Layer. Da hat sich GNUnet für RU5 entschieden. Und das ist halt ein Routing-Algorithmus, der jetzt dezentralisiert ist. Ja, also ein dezentralisierter Routing-Algorithmus. Und da wurde sich um so eine entschieden für so eine willkürliche Variante von Kademlia, das eben auch noch effektiv funktioniert, wenn das Netzwerk sehr, sehr klein ist. Im Moment ist es ja sehr klein, also man kann sich das auch schon installieren. Jetzt der Kern des GNUnet-Projekts, das ist CADET, das Transportprotokoll. Das ist sowas ähnliches wie SCTP, das Stream Control Transmission Protokoll, und hat eben hier End-to-End-Encryption. Oberhalb von CADET kann man jetzt zusätzliche Services bauen, die anwendungsorientierte Funktionen bieten. Die Jungs haben da sowas entwickelt, das heißt Xolotl. Das ist eben auch, bietet so ein SCTP-like Interface und kann man sich so vorstellen, wie TCP und UDP mit seinen Varianten kombiniert. Xolotl soll den berühmten Metadatenschutz fördern und ihr habt vielleicht schon von Axolotl gehört, das ist das Protokoll von Signal. Und Xolotl, eben ohne A, ist eine Mischung aus Axolotl und Sphinx. Und Christian sagte mal, it's like Mix Minions on Steroids. Also das geht nochmal ordentlich ab. Und dann gibt es noch was anderes, das heißt Lake. Das kommt aus CD von Pond. Wer kennt Pond? Okay, einer zumindest. Und funktioniert aber ohne zentrale Server. Lake soll anonyme verschlüsselte Mailboxen möglich machen. Und jetzt ist es wahrscheinlich hier so, okay, von was spricht die da? Ich verstehe da auch nicht so viel. Aber was man sagen kann, bei all science and mathematics we know today, all the metadata will be gone that way. Das heißt, man hat jetzt Internet, was eben nicht mehr sichtbar dann ist für diejenigen, die sich das anschauen wollen. Als nächstes haben wir dann GNS, das GNU-Name-System. Das ist wieder ein bisschen einfacher. Es ist einfach ein sicheres und dezentrales Naming-System und bietet eine alternative Public-Key-Infrastruktur. GNS ersetzt also DNS und X509. Und das GNS ist jetzt eben gerade da unten in dieser Usability-Study. Da kann man dann einfach in so einem GNS-Web mal rumklicken und schauen, ob das so funktioniert. Das beruht nicht auf zentralen Root-Zones oder irgendwelchen Authorities, ist interoperabel mit DNS und verwirklicht Query and Response Privacy und unterstützt globale und eindeutige sichere Identifikation. So, und jetzt, tada, die Applikationen. Da haben wir natürlich ganz oben File-Sharing. Also, was wäre das Internet ohne File-Sharing? Das File-Sharing gibt es in anonym und nicht anonym. So hat sich das GNUnet übrigens auch mal entwickelt. Das war eigentlich nur mal ein File-Sharing-Protokoll. Dann in der nächsten Zeile steht SecuShare, das wird gerade entwickelt. Das ist für all die Leute, die heutzutage sagen, ich gehe mal ins Internet und dabei eigentlich nur das Web meinen, beziehungsweise eigentlich nur eine Webseite. Das ist also ein Ansatz, ein soziales Netzwerk zu bauen. Dann gibt es Conversation, nicht zu verwechseln mit Conversations. Das ist Conversation, das ist ein Voice-over-IP-Protokoll zum Telefonieren. Dann gibt es so ein IPv6 to V4 Translator und Tunnel. Es gibt eben PEP für Messaging, was dann eben auch über GNUnet laufen soll. Und dann gibt es noch GNUtaler, das ist für Payments. Das ist ein Bezahlsystem, das quasi die Funktion von Bargeld online bietet. Ich glaube, da hat Christian letztes Jahr auch einen Vortrag hierzu gehalten. Und ja, deine App, ne? Also kann man jetzt irgendwie anfangen, Sachen drauf zu bauen. Wenn man das mal ausprobieren will, ganz wichtig bitte das Git-Klonen, ne, wie immer, nicht das Release, nicht das Paketierte aus deinem System, sondern bitte das aus dem Git nehmen.
Die Instruktionen auf der Webseite funktionieren dann trotzdem einigermaßen zum Installieren. Wenn es nicht klappt, kriegt man in Raute GNUnet auf Freenode eigentlich relativ schnell eine Antwort oder kann auch gute alte Mailinglisten benutzen. Und dann bitte Bugs reporten. Das ist nämlich alles irgendwie teilweise 15 Jahre alter abgehangener akademischer Code, den man wahrscheinlich auch zum Teil nochmal neu schreiben muss. Es ist geschrieben in C. Es gibt auch ein GNUnet Java, was auch ganz interessant wäre, wenn jemand Bock hat, sich das mal anzuschauen, weil unsere Zukunft ja nicht mehr auf diesen, sondern eher auf diesen Geräten liegt. Also vor allen Dingen auch die Zukunft der Leute da draußen und die ja meistens dann auf Java basieren. So, und jetzt sind wir eigentlich auch ziemlich gut in der Zeit und damit würde ich das dann auch mal belassen. Dankeschön.